Ich. Was war daneben? So, ich leg in den Kühlschrank mal einiges rein, weil ich bin voll, einfach nur voll. Sehr schön. Ja, ich bin auch voll. Ich habe in den Kühlschrank in der Lobby einiges einfach reingelegt. So, gut, ich komme runter. Rest lassen wir mal, dass wir rüberkommen. Da im Kühlschrank. Da drin könnte da noch was sein, oder? Keine Ahnung. So, dann schmeiße ich das Auto rein. Gut. So, ich habe noch einiges. Kurz aufpassen, bitte. Wir dürfen halt dann nicht vergessen, das mitnehmen, gell? Ja. Ich glaube, da müssen wir nur ganz schön was ausräumen. So. Okay. Kassa! Fertig? Das ist ein kleiner Safe gewesen, gell? Gut. Okay. Dann weiterlaufen. Ja, man sieht da schon ein Gebäude oben auf dem Radar. Wo? Echt? Also bei mir. Ah, ich weiß nicht, ob du irgendeinen Wegpunkt angelegt. Oh. Mitnehmen? Was denn? Zapfsäulen. Ja, unbedingt. Oh, Perils. Ich werde sie nicht schlagen. Ich brauche sie nur für die Chemiestation. Ja, ich lasse schon wieder was liegen. Warte, ich kann nehmen. Ich weiß nicht, ob ich alles nehmen kann. Ja, legst ins Auto rein. Die, wo sind denn die? Wahrscheinlich drinnen. Also in dem Auto sind auch Sachen. Ja. Wir müssen sowieso Autos ausräumen. So. Ja, und ich glaube, wenn wir da jetzt abbiegen, müssten wir es vorne schon sehen. Ja. Jawohl, da sieht man es schon. Momentan ist nur ein Dream aus Cobblestone. Ja. Aber nur deshalb, weil wir eben Werkbank und so weiter nicht außerhalb der Aufnahme bauen wollten. Und damit war das Höchste, was wir halt verwenden konnten an Baumaterial, momentan Pflasterstein. Was schaut noch nicht viel aus. Was haben wir gemacht? Wir könnten rein und einen Rundgang machen. Ja, also wir können da mal runterschauen. Ja, da geht es tief runter. Ja. Wir haben da ein Loch ausgegraben, haben da mit Pflasterstein die Wände abgestützt und so einen Vorsprung geschaffen. Das soll dazu dienen, dass da die Zombies im Galopp reinkippen. Reinfallen. Ja. So. Das da ist momentan Provisorium. Jetzt haben wir doch, ich hab's nicht aufgebaut. Ja. So. Geht's?
Da kommt noch eine Zugbrücke hin. Ja. Also auch die Rampen werden dann an anderen Plätzen sein, ja. Aber das ist jetzt einmal provisorisch halt einfach. Wir nennen es einfach die Arena. Warum und wieso, werden wir gleich sehen. Jawohl, genau. Gehst so, du vor? Ich werde mal in Hoffnung, es wird doch hier nichts gespawnt sein, oder? Das sollte nicht. Wir haben noch keinen Besitzblock reingestellt. Das müssen wir auch noch machen. Okay, runter. So, mach da oben zu. Erste Etage. So, ich bin da mal. Da ist nebenbei auch Stiege, falls alle Strecke reißen. Neben der Leiter auch Stiege. Hier auf der Ebene habe ich mir gedacht, dass wir die Forges aufstellen. Oder? Hier hinten? Das ist einfach totes Eck sonst. Ja, ich hätte oben einen richtigen Werkstattraum dann. Aber okay. Wir können auch da was aufstellen. Ja. Ich laufe nur mit die Treppen rauf, weil ich vergessen habe, die Stalltür zum Einbauen. Ah, okay. Und das würde ich gerne machen. Haben wir eine wunderschöne Fallgrube gebastelt. Ja, es ist ein Traum aus Cobblestone. Ja, das Ganze wollen wir mit Beton aufwerten. Zumindest die wichtigsten also Teile. Also das Treppenhaus, weil das ist ja so das tragende Element praktisch. Mhm. Oben kommt unser Domizil eigentlich oben drauf, ne? Ja, genau. Ja, und da, wir haben uns natürlich bei anderen YouTubern ein bisschen was abgeschaut. Danke an dieser Stelle. Die gehören hier alle noch aufgewertet, aber sie funktionieren schon ganz gut, weil der Fallschaden auf die Höhe, die wirken die Spitzen dann sehr effektiv. Ne? Ja. Gut, also die Plumpsen da runter, von hier kann man runterschießen. Ich gehe noch eine Etage tiefer. So. Die Stahltür steht einmal oben. Ups, ich will runter. Runter da. Ja, und das gehört jetzt hier aufgewertet. Das kann man hier durch die Streben aufwerten. Das ist wirklich easy. Du bist schon unten, oder? Ja, noch nicht ganz. Ja, wie gesagt, so, hier kann man aufwerten. Ja, da sieht man jetzt da rein in die Arena, wo die Tibor vorhin schon war. Mhm. Du bist jetzt noch bin ich unten. Tiefer, ne? Jetzt bin ich ganz unten. Ja, und von hier unten kann man das auch alles aufwerten. Da sieht man das, was Tibor vorhin erklärt hat, dass man da von innen dazukommt zu den Spikes. Aufwerten, herrichten. Und dann von unten alle, die am Boden montiert sind. Ja, genau. Ja, es geht dann in allen vier Himmelsrichtungen geht's da raus, also wir sind jetzt praktisch außerhalb von diesem Schacht. Mhm. Wir haben da wieder Treppen gemacht und da beginnen dann die Minenschächte weiter. Und wenn man da raufkommt, kann man da wieder aufwerten und reparieren. Das Einzige, was wir noch nicht irgendwie heraus haben, wenn da der Loot drinnen liegt, dann bleibt da liegen. Bleibt da liegen, genau. Ja, wir hätten, ich habe irrtümlicherweise, muss ich auch sagen, dort als Boden den Halbblock verwendet vom Pflasterstein und Tibor hat dann, während wir es aufgebaut haben oder eigentlich schon fertig waren, hat sie eine gute Idee gehabt, dass wir da auch die Säulen verwenden hätten sollen, weil die wären mittig. Ja, ich bin mir aber nicht sicher, ob das dann funktioniert. Die These ist halt, dass dann zwischen den Spikes, also in dem Hohlraum, den man da sieht, da stehen ja immer vier zusammen und bilden praktisch wie so ein Karo. Ich frage mich nur, ob man das austauschen kann. Naja, man kann es abbauen und andere reinsetzen. Ja, was haben wir da gemacht außen? Also wir werden es so machen, die Tibra wird da innen stehen, da drüben. Ich bin der Lockvogel. Du kannst da außen stehen. Nein, kein Thema. Und ich stehe da herüben. Und je nachdem, wo sie runterfallen, bekämpfen wir praktisch da die Zombies, während sie aber schon auf diesen Spikes da herumtanzen. Ja. Ja, wird sehr spannend werden. Wir hoffen, dass das mit Kletterschutz reicht und dass die Spikes nur immer die Zombies wegstoßen, weil ansonsten würden Spider-Zombies zu uns rauf können. Mhm. Das werden wir sehen. Warum wir jetzt keinen richtigen Kletterschutz ran gemacht haben, ist, weil wir die Angst haben, wenn sie da runterfallen, dass sie uns auf den Kletterschutz drauf fallen. Genau. Also bei mir, da geht es also sehr knapp aus, weil die fallen über diese Kante da praktisch, die man da oben sieht, und kommen dann aber im gleichen Block runter und fallen praktisch Plätzen einen Block gerade, von meinem Vorsprung da entfernt nach unten. Mhm.
Bei der Tibra wäre es möglich, da drüben der Kletterschutz, das überlegen wir noch. Bei mir, da trauen wir sich auf keinen Fall. Ich glaube, ja, den Schutz braucht man, dass ich nicht runterfalle. Das kann natürlich auch sein. Ja. Ja, dann mal schauen. Wie es funktioniert. Ja, und wir brauchen jede Menge Beton, das will man natürlich außerhalb der Aufnahme machen. Ja. Und das Zeug hier alles aufwerten. Ich werde mir mal ein bisschen Script Metal verwurschten und unten aufwerten. Also ich glaube, jetzt versteht man auch, warum wir so viel Steine und Eisen hatten, weil das ist alles da rausgekommen bei dem Ausheben von dem Schacht. Ja. Wir haben unzählige Schaufeln verbraucht. Deshalb auch sehr hohe Skills. Also ich bin Bergbaumeister komplett hochgelevelt. Ich glaube, die Tibra auch. Einfach um schneller da das Loch auszuheben. Ja. Wir haben irrsinnig viel Level gemacht, Spiellevel. Ja. Kommt dieses Ausbaus. Und jetzt sind wir gespannt und hoffen, dass sie ein bisschen mehr tut als wir Tag 7. Ja. Also nachdem die Anlage ja nicht klein ist, sollte, wenn es wirklich dementsprechend so ist, auch was anrauschen, gell? Aufgrund dessen berechnet wird, sollte es ganz schön was los sein. Gehst du bitte rundherum nochmal durch, ob wirklich nirgends mehr Loch ist zu den Spikes, wobei ich glaube nicht, dass sie da drüber wandern, weil sie lustig sind. Wie, ein Loch zu den Spikes? Ich habe irgendwo einen Ausgang gelassen, aber ich glaube, den habe ich eh zu. Bei mir? Kann sein. Boah. Das ist in irgendeinem Eck. Okay, lauf da mal alles ab. Ist nicht auf der Fläche, nein, sondern eher im bei Eck. Bei dir drüben war einmal was. Da sind E-Frames drinnen. Das muss ich nur austauschen. Die sind aber noch nicht austauscht, oder? Aber außen sind die Spitzen, das ist nicht das Thema. Die halten schon. Ja, und was soll jetzt da herüben fehlen? Ob auch alles zu ist? Ja, es ist alles zu. Na dann, kann nichts sein. Schaut recht gut aus. So, das könnte man doch auch noch mit Stahlbahn aufwerten. Irgendwann, wenn uns fad ist und wir genug knumpert haben. Ja, Eisen und so haben wir genug, wir müssen es einfach nur einschmelzen. Nur wir wollen drüben in der Forge nicht mehr so viel reingeben, also nur mehr, was wir halt zwingend für einen weiteren Ausbau herüben brauchen. Und wollen dann eigentlich die restlichen Materialien da herüben schon in den neuen Forges laden. Genau so ist es. Ihr seht schon, da kommen überall so Stahltüren rein. Da sind schon die Auslässe. Wir brauchen Chests, wo wir alles reingeben. Ja. Ich stelle einmal provisorisch da ein paar Sicherheitskisten auf. Ich bin nämlich voll. Was machen wir? 1, 2, 3. Secure Chests, ja. Stellen wir mal 3 auf. Genau, wir haben das Material auch noch. Die Brücke hast du oben abgebaut? Ich nehme ich nicht. Okay. Gut, dann warten wir eigentlich nur mal. So gleich, wenn du da runter kommst, du den Schacht, steht da linker Hand eine Kiste. Okay. Und ich gehe jetzt drauf, dort wo du dann stehen wirst. Ja. Oder sogar, nein, ich gehe glaube ich eins weiter rauf. Ja, da wo auch der Treppenabgang ist und stell da unter die Treppen jetzt auch nochmal 2 Kisten. Okay. Einfach provisorisch. Wo wir vorläufig alles reinbringen. So. Entsperrt sollten es sein. Sehr gut, danke. Sechste kann ich, na, die kann ich noch nicht anbringen, die Tür. Uah, jetzt ist alles rausgeschmissen. Kommt's hier da. Ja, ganz oben ist eine Stahltür drinnen, also wenn alle Stricke reißen und sie sollten uns da unten überlaufen, dann können wir nur immer nach oben schließen, oben die Stahltür und behaken sie dann durch die Fensteröffnungen. Was höchstwahrscheinlich nicht notwendig sein wird. Nein, wir werden lediglich zusehen. Aber man weiß ja nie. Genau. So, ich habe schon mal die ganzen Materialien reingeben, dann nachher fürs Reparieren noch. Ich hätte da jetzt noch. Ich bin jetzt Spitzen einfach nur am Aufwerten. Okay. Da liegt gerade was, habe ich heraus, den Knüppel.
falls wirklich wer raufkommt, die Donnerbüchse, die Armbrust, das Jagdgewehr. Die Blunderbuss. So, wo muss ich hin? Ich werde mal hier innen, werde ich mir die Etagen anschreiben. Ups. So, so. Wohin sparen wir dann beim Reparieren, oder muss ich mir das Material holen? So, nicht erschrecken, ich bin in der zweiten Kiste. Und leg da jetzt einfach mal Zeug ab. So, das hier geht zwei Barrels. So, dann werden wir nochmal trinken und essen. Ah ja. So. Das behalte ich mir. Ich wäre dann eigentlich soweit. So, also auf 100. Jetzt haben wir nur Zeit. Da werden nur ein paar Autos draußen zerlegen. Okay, wie viel Zeit haben wir? Naja, so viel ist auch nicht mehr. Naja. Achso, naja, doch schon. Ich werde da mal laufen, damit man sieht. Wie toll. Ups. Okay. Es ist ganz schön tief runter. Kommst du auch nicht mehr raus oder bleibst du schon? Ich komm, schau. Ah, okay. Dann lass ich deinen Übergang. Ja. Dann nimmst du die Woodframes dann raus, bitte. Ja, mach ich doch. Kreischerin. Oh. Ich schau, ob ich sie mein Jagdgewehr erwische. Sie sammeln sich. Wobei, ich könnte die Armbrust auch mal probieren, oder? Schaut gut aus. Jetzt ist es erledigt. Okay. Aber schießen wir lieber nochmal. Ja, ich glaube, sie ist. Ja, das haben wir ja schon erwähnt in den letzten die Folgen. Die Brücke ist abgebaut, gell? Ja, also super. Also aufpassen. Das hat sich auch nicht verändert. Wir haben da regelmäßig jetzt Crasher. Okay, ja. Ich fange da gleich mal Auto zum Abbauen an. Ach, komm schon her. Armbrust funktioniert. Ja, merkt man. Violettes Teil. Wo? Oh. Bei mir. Okay. Na dann. Na dann. Genau. Ich laufe da im Kreis. Irgendwie erwische ich die nicht. Doch, jetzt. Da bin ich. Jungs, Jungs, Jungs. Ja. Oho, das war daneben. Der geht durch, teilweise. Fell? Yep. Und nix. Ja, weil wir können zwar Violette bauen, aber wir sind von der
unserer Erfahrung her natürlich noch nicht so hoch oben. Ne? Mhm. Mit was muss man den Reifen abbauen? Ich glaube, ich habe es wieder falsch gemacht. Mit der Wrench kann ich die abbauen. Ein Reifen? Mhm. Glaube ich. Das schaut ja aus, wie einer drauf schlagen wird. Da tut er ihm nicht so drehen. Okay, warte mal, ich probiere es nochmal. Ja. Mit dem Messer? Aha. Okay. Naja. War ein Versuch. Mit dem Messer, nicht? Ich bin aber einfach, dann probiere ich es mit dem Hammer. So. Ja, da zerlegen sie es immer. Ich stehe jetzt gerade auf der Leitung, wie man einen Reifen kriegt. Aha. Post. Ja, Post. Ah! Shit! Wo ist er? Ja, Hilfe. Ah, Geier. Infiziert? Shit, ja. Hoppla, ne? Ah, Scheiße. Bin am Weg. Hab ihn erledigt, Sauhund. Elendiger. Blutung? Gestoppt. Sehr gut. Du miese Kröte. Hier mit dem Messer. Ich Antibiotikum, oder? Nein, ich habe kein Messer mehr. Kannst du keinen ja. Platz mehr? Kannst bitte zerlegen. Ah, ich habe da einiges. Ja, super. Federn rauskriegt, perfekt. Kann ich nämlich jetzt die Pfeilspitzen, die wir da unten zuerst noch gekriegt haben, und da wäre schon wieder welche. Kann man vorbereiten. Erschreckt das immer so? Ja, man hat es gemerkt. Sorry. Es tut mir so leid. Ah ja, da kann ich einkaufen. Gott, ist nicht geplant. Ich denke, ich gehe dann doch mal rein. Ja, jetzt können wir glaube ich rauf. Ah, ich kann ja nichts mehr nehmen. Wurscht. So. Okay, kann ich? Kannst. So. Ich bin ein kleiner Schisser. Und sehr schreckhaft. So. Krabbel, krabbel nach unten. Mhm. Oh, da ist die Leiter. Ich werde mal in der ersten Etage mein Zeug loswerden, da, und mich dann positionieren. So. Du hast alles dicht gemacht. Alles dicht. Woodframes weggenommen. Super. 25 Mechanical Parts. Ja, ich habe 14 wieder. Oh, einen kleinen Motor. Super für die Mischmaschine. Sehr gut. Yes! So, dann bauen wir da nochmal. Wie viele Armbrustbolzen hast du jetzt? 31. Okay, dann kriegst du von mir noch welche. Ich habe jetzt dann insgesamt, wenn er Dino baut, 73. 31, also 20 gebe ich dann nochmal. So, dann haben wir jeder. Über 50, ich leg's da in die linke Kiste. Alles klar, ich nehme es raus und ich glaube, dann sind wir für die Folge fertig. Jupp. Das nächste Mal die Arena in Action. Genau. Und bis dahin. Happy Gaming. Und ciao. Ciao.